Messer im Schulranzen. Zwischen Gewalt, Drogen und Missbrauch als Opfer von Gangs. Kapitel 1. Gefährlicher Schulweg. Die Morgensonne tauchte die Straßen in ein fahles Licht, als sich meine kleine Schwester mit einem Messer in der Tasche auf den Weg zur Schule machte. Der asphaltierte Weg, ein unsichtbares Schlachtfeld, auf dem die Schüler ihre Ängste und Unsicherheiten wie unsichtbare Landminen hinter sich ließen. Ihre unschuldigen Augen spiegelten eine Härte wider, die in dieser schattigen Welt notwendig schien. Der Schulhof, ein Mikrokosmos der Gesellschaft, schien von einem unsichtbaren Netz aus Angst und Unsicherheit durchzogen zu sein. Meine Schwester, ein unscheinbares Mädchen mit dem festen Glauben an das Messer als Beschützer, betrat diese Arena der Gefahr. Die Gänge glichen Labyrinthen, in denen nackte Gewalt und die Bereitschaft, andere zu töten, wie dunkle Schatten lauerten. Die Lehrer, einst strahlende Helden in den Augen der Schüler, waren nur noch Statisten in einem düsteren Theaterstück. Sie versuchten verzweifelt, die Kontrolle zu behalten, während die Straße zur Lehrerin und das Hauptfach Soziologie zur Qual wurde. Tag für Tag wurde der Toilettenmann zum Drogendealer, wurden hohe Summen unter Androhung von Gewalt erpresst, wurde abgelehnt, musste man den Dealern die Beine breit machen mit dem Messer am Hals und durfte nicht dabei schreien. Die lauten Schreie, die Tag für Tag durch das ganze Schulgebäude hallten, wurden von den Lehrern ignoriert, aus Angst, ein Messer im Rücken zu haben. Die Macht lag in den Händen der Gangs. Die Lehrer hatten ihre Autorität längst verloren. Hoffnungslose Optimisten in einem System, das längst außer Kontrolle geraten war. In diesem von Angst und Unsicherheit beherrschten Mikrokosmos erlebte meine kleine Schwester ihren eigenen Kampf. Die Bilder von Gewalt, Vergewaltigung und Drogen, die bedrohlichen Schatten, die über dem Schulalltag hingen, prägten ihre Gedanken. Ihre Philosophie wurde von der Realität in den Gängen und Klassenzimmern geformt. Die Dunkelheit dieser Schule schien unaufhaltsam, und doch bewahrte das Messer in ihrer Tasche einen Funken Hoffnung. Eine Verteidigung gegen das Unbekannte. Eine Waffe gegen die Ungewissheit. In diesem dunklen Kapitel ihres Lebens suchte meine kleine Schwester nach einem Licht, das ihr den Weg durch die gefährlichen Gänge der Schule erhellen konnte. Kapitel 2. Der Preis des Überlebens. Die Schule, ein Ort der Finsternis, hat meine kleine Schwester tief geprägt. Ihr Leben schien sich in einem gefährlichen Tanz zwischen Schutzgeldzahlungen und der Gewalt von Erpressern zu bewegen. Eine Spirale aus Angst und Überlebenskampf, in der die Unsicherheit ihren Tribut forderte. Die Erpresser, Schattengestalten in der Schattenwelt der Schule, zwangen meine Schwester, Schutzgeld zu zahlen. Für sie war das eine bessere Alternative, als die Fäuste und andere widerliche Körperteile ihrer Peiniger zu spüren. Onkel Sam lässt grüßen, sagte sie resigniert und zahlte Geld, um den unerbittlichen Druck zu lindern. Aber der Preis des Überlebens war hoch und der Weg zwischen den Schulbüchern war mit unsichtbaren Stolpersteinen gepflastert. Das gefährliche Spiel, das sich unter dem Deckmantel der Einfachheit und Leichtigkeit verbarg, begann nach der letzten Stunde. Die Mädchen drehten eine Runde in den teuren Wagen der alten Säcke, die vor der Schule lauerten. Ihre Finger leckten gierig nach Macht und Einfluss, während sie die jungen Dinger umwarben, um sie zu befummeln und noch mehr. Die Welt meiner Schwester wurde zu einem Ort, an dem die Macht in den Händen skrupelloser Individuen lag. Der Druck, ein bisschen Schnee weiterzugeben, um dem Schulalltag zu entfliehen, schien allgegenwärtig. Die vermeintliche Leichtigkeit verbarg die tiefen Narben, die diese Taten hinterließen. Die Straße, die das Gegenteil der Schule zu sein schien, wurde zu einem gefährlichen Weg, auf dem sich eine Karriere ohne Umkehr entwickelte. Meine Schwester, die sich in diesem Netz aus Intrigen und Gefahren verfangen hatte, versuchte, den Fäden zu entkommen. Ihre Seele trug die Last der Entscheidungen, die sie in diesem Kampf ums Überleben getroffen hatte. Der Weg zwischen den Schulbänken wurde zum Drahtseilakt. Das Gleichgewicht zwischen Angst und Mut war fragil. Die Dunkelheit der Nacht umhüllte meine Schwester, während sie den Preis des Überlebens zahlte. Das Schutzgeld wurde zu einem Tribut an die Unsicherheit.
und die Straße, die einst eine verlockende Fluchtmöglichkeit schien, entpuppte sich als gefährlicher Sumpf, aus dem es kein Entrinnen gab. Inmitten dieser düsteren Realität suchte meine Schwester nach einem Lichtblick, der die Schatten der Vergangenheit durchdringen konnte. Kapitel 3: Die stille Rebellion. Die Dunkelheit der Nacht legte sich wie ein undurchdringlicher Schleier über meine Schwester, während sie in den Wirren ihrer Gedanken gefangen war. Die Erinnerungen an vergangene Kämpfe zwischen Ich und Gewissen entfalteten sich zu einer düsteren Symphonie, die von den unsichtbaren Wunden ihrer Seele kündeten. Der Raum um sie herum schien in ein Zwielicht zwischen Vergangenheit und Zukunft getaucht zu sein. Im Schatten der Nacht nahmen die Bilder der vergangenen Tage klare Konturen an. Das Schutzgeld und die erzwungene körperliche Nähe, die Fäuste im Bauch, die wie ein Schatten über ihrer Schulzeit lagen, wurden zu einer drückenden Last auf ihrer Seele. Doch in dieser tiefen Stunde sollte sich etwas Neues erheben, eine stille Rebellion, die nicht nur ihre eigene Geschichte neu schreiben, sondern auch die verlorenen Seelen ihrer Mitgefangenen in den dunklen Gängen der Schule befreien sollte. Die Gedanken meiner Schwester wurden zu einem komplexen Mosaik aus Emotionen und Entscheidungen. Sie spürte den Wunsch, sich von den Fesseln der Vergangenheit zu befreien, aber gleichzeitig nagte die Unsicherheit an ihrem Mut. Diese Rebellion würde kein einfacher Akt der Befreiung sein, sondern eine Konfrontation mit den Schatten, die sich tief in ihre Psyche eingegraben hatten. Doch in der Dunkelheit ihrer Gedanken begannen sich auch Lichtstrahlen zu formen. Eine innere Stimme flüsterte ihr zu, sie sei nicht allein. Die Narben, die sie trug, waren nicht nur ihre eigenen, sondern die einer ganzen Generation, gefangen in den Klauen einer unerbittlichen Realität. Die Nacht, die ihre größte Feindin zu sein schien, wurde zur Komplizin ihrer Rebellion. Die Sterne über ihr wurden zu Zeugen ihrer inneren Revolte, während der Mond ihre Entschlossenheit widerspiegelte. Die Straßen, einst von Unsicherheit gezeichnet, wurden zum Schlachtfeld, auf dem sie gegen die Fesseln ihrer Vergangenheit kämpfte. Die Erinnerungen an die Schutzgeldzahlungen wurden zum Ansporn zur Veränderung. In ihrer Brust formte sich ein Entschluss. Die stille Rebellion sollte nicht nur ein Aufbegehren gegen äußere Bedrohungen sein, sondern auch ein Akt der Selbstheilung und Befreiung für alle, die in derselben Dunkelheit gefangen waren. Die Nacht wurde ihr Lehrmeister, der sie die Kraft der eigenen Entschlossenheit lehrte. Der Weg, den sie ging, war gepflastert mit Zweifeln und Ängsten, aber jeder Schritt war ein Schritt in die Freiheit. Das Dunkel der Nacht sollte kein Gefängnis mehr sein, sondern ein Durchgang zu einem neuen Morgen. In dieser langen, einsamen Nacht fand meine kleine Schwester die Kraft, sich neu zu erfinden. Die stille Rebellion in ihr wurde zu einem Manifest des Widerstands. Und so erhob sie sich nicht nur als Überlebende, sondern auch als Kämpferin, die beschlossen hatte, die Dunkelheit hinter sich zu lassen und im Licht ihrer eigenen Stärke zu erstrahlen.